Hallo Leute, willkommen auf unserem Kanal mit Schmackes. Ich bin Tobi und das ist André. Hey ho! Und heute gibt es wieder ein Let's Play. Nämlich Let's Play Until Dawn. Until Dawn ist ein PS4-Exklusivtitel. Vielleicht erzählt André kurz was drüber. Ja, es ist sozusagen ein spielgewordener Teenie-Slasher. Ganz in der Tradition interaktiver Film, so wie Heavy Rain und Beyond Two Souls von Quantic Dream. Ja, bloß im Horror-Milieu halt. Ja, und jeder, der Slasher kennt, der weiß, was ihn erwartet. Und jeder, der dem das Wort Slasher jetzt nichts sagt, ja, Tobi, erklär's den Leuten. Slasher heißt so viel wie Schlitzer. Das ist eine Subgenre des Horrorfilms. Wer den Namen noch nicht gehört hat und meint, er könnte da nichts mit anfangen, kann er bestimmt doch, wenn ich sage, Freitag der 13. ist ein Slasher. Ja. Oder Nightmare on Elm Street ist ein Slasher. Halloween. Oder Halloween, genau. Das sind so die drei größten und bekanntesten eigentlich Slasher-Serien. Und ja, an eben diese Filme ist das Spiel Until Dawn angelehnt. Er spielt so ein bisschen mit dem Butterfly-Effekt halt. Einige der getroffenen Entscheidungen, die man als Spieler halt gefällt hat, können gravierende Auswirkungen aufs Spielgeschehen haben. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich mag sowas total gerne. Wir sind beide so ein bisschen Horror-Fan halt. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Ja, Tobi wird das diesmal alleine spielen. Aus dem Grund, einige Spiele sind halt sehr umfangreich und wir wollen uns das so ein bisschen aufteilen mit dem YouTube-Channel. Und ja, das Problem ist einfach, wir haben auch noch richtige Jobs. Und das heißt, Tobi und ich können uns auch nicht jeden Tag treffen und deswegen, ja, diese Teilung so ein bisschen. Ich werde aber ab und zu dabei vorbeischauen, einfach um zu sehen, wie sehr Tobi sich bei dem Spiel erschreckt. Ja, genau. Ja, wie er schon sagte, in der einen oder anderen Folge wird er vielleicht mal dann hier sein. Ich nehme das Let's Play jetzt bei mir zu Hause auf, sonst filmen wir die Let's Plays eigentlich bei André. Gut, er schneit dann einfach mal vorbei und guckt, wie ich mich so schlage. Übrigens, André sagte gerade, wir haben auch noch richtige Jobs. Ja, irgendwie schon, ja. wir sind halt berufstätig und dann müssen wir immer gucken, dass wir das zeitlich so ein bisschen abstimmen, wann wir uns zusammensetzen können. Ja, und wer zum Beispiel, schreibt in die Kommentare, was sag ich denn zum Beispiel, schreibt in die Kommentare, was meint ihr, was denkt ihr, was sind wir vom Beruf? Ein Tipp, wir haben beide denselben Beruf und wir sind keine Stripper. Noch ein zweiter Tipp und ja, auch wenn einige das vielleicht denken würden. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, wer das errät, der gewinnt was aus unserer Requisitenkiste. Genau, wir haben uns so einen kleinen Requisitenpool zugelegt für so ein paar Kurzfilme, die wir hin und wieder drehen, die dann auch nach und nach veröffentlicht werden auf dem Channel. Ja, wenn ihr erraten könnt, was wir denn von Beruf sind, dann schreibt es auch einfach mal in die Kommentare. Cool wäre natürlich, wenn diejenigen, die es wissen, die uns tatsächlich privat kennen, dass die es vielleicht nicht sofort ausplaudern, sondern dass die sich erstmal ein bisschen zurückhalten und mal gucken, was da so für kreative Antworten kommen. Ich bin gespannt. Ja. Gut, okay, dann würde ich sagen, schnacken wir nicht weiter. Ich fange jetzt an. Ja, und ich guck zu, wie du dich erschreckst. Ja. Genau, und André meldet sich dann zwischendurch mal. Alles okay. Klar, dann viel Spaß. Ja, viel Spaß, bis denn. So, dann sind wir jetzt hier in der Helligkeitsanpassung. Schauen wir mal, kaum zu sehen. Ja. So. Ah, okay, Bewegungssteuerung. Nee. Nehmen wir die traditionelle Steuerung. Klingt schon gruselig. So, dann legen wir direkt los. Neue Geschichte. Wir gucken nochmal in die Einstellungen. Helligkeit hatten wir gerade. Audio. Alles auf laut, das mag ich. Alles klar. Neue Geschichte. Los geht's.
schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Anna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Sag nur, wir wären jetzt hier. Josh. Ah, okay, hier geht's los. Das war gerade die Einleitung. Was haben Sie denn da für einen komischen Scherz mit dieser Beth vor? Und draußen schleicht schon jemand rum. Also das Unheil ist bereits nah. Da passiert bestimmt gleich was. Ah, okay. Hier können wir interagieren. Gucken wir uns die Sachen mal an. Mein Gott, was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh, Zeit zum Eingreifen. Zeit zum Eingreifen? Was hat sie vor? Will sie es verhindern? Okay, noch ein Gegenstand. Jeremiah Craig. Craig. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott! Matt! Was wollt ihr denn hier? Hannah! Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Oh Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Ah, okay, die erste Entscheidung. Josh wecken. Naja, der pennt. Der ist scheinbar ziemlich betrunken. Also, ich gehe mal die anderen suchen, glaube ich. Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Also, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Ah, oh, shit. Good time events. Ah. Lieber auch nochmal sicher. Fußspuren, weil das Geräusch könnte ja von allem Möglichen kommen. Meine Fußspuren auch.
steckst du? Oh, falsche Taste gedrückt. Das sind die Eigenschaften von Beth. Okay, Beziehungsstatus. Okay. Kommt man später nochmal in Ruhe an. Ich will jetzt erstmal Beth finden. Nee, Hannah? Hannah. Hannah, wo Hallo? Bist du? Hallo? Oh, da liegt was? Was ist das? Zukunft anzuzeigen. Klick mal hier weiter, Schmetterlingseffekt. Ah, okay, kann man noch nicht anwählen, also scheint hier noch nichts passiert zu sein, was Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf haben könnte. Hannah, wo bist du? Mach dich nicht unglücklich. Hannah! Das Feuer? Ist Hannah etwa von Drachen entführt worden? Da ist sie. Hannah! Ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist.
Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Ah, okay. Der Psychoanalytiker wird von Peter Stormare gespielt. Hatte ich im Vorfeld schon gelesen. Peter Stormare kennen wahrscheinlich einige von euch. In Armageddon hat er mitgespielt und in Prison Break, da hat er John Abruzzi gespielt, den Mafia-Boss im Knast. Okay, schauen wir uns mal das Bild an, was er uns da hingelegt hat. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Nervös macht es mich nicht. Also nur weil da eine Vogelscheuche steht, macht mich das nicht nervös. Dann macht mich das glücklich. Ah, das ist gut. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Es ist friedlich. Das macht mich glücklich. Ah. Interessant. Sehr interessant. Wärst du glücklich damit, eine Woche hier zu bleiben? Ganz allein für dich? Ja. Und was, wenn ich dir sage, dass es in der Hütte spukt? Ja, ich kann jetzt schlecht sagen, dass es spukt, wäre mir egal. Also selbstverständlich hätte ich dann Angst. Was mich aber interessieren würde, ist, wer diese Person da mit dem Cappy auf sein soll. Also er redet ja, der Psychoanalytiker redet ja mit uns als Spieler. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht der letzte Überlebende des Spiels ist, der da sitzt quasi. Also der Überlebende der Handlung und der Vorfälle, die da wohl noch stattfinden werden. Deswegen, ja, deswegen sieht man das Gesicht, nicht? Vielleicht wird es erst später gezeigt, wenn sich rausgestellt hat, wer denn der letzte Überlebende ist, je nachdem, wie ich spiele. Okay, natürlich hätte ich Angst, wenn es spukt. Oh, verborgen hinter dem Schleier des Todes ist letzten Endes das absolute Unbekannte. Und was könnte mehr Furcht entfachen als die Schrecken der Unsicherheit? Ach, die Zeit ist leider um für diese Sitzung. Wir sprechen uns bald wieder. Das war aber eine kurze Sitzung. You spare me over till another.
Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillingen. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! So, das ist Sam. Sam ist gewissenhaft, umsichtig und abenteuerlustig und sie ist Hannahs beste Freundin. Okay. Hayden Panettiere scheint auch die Hauptfigur zu sein. Ich würde sagen, das ist so wahrscheinlich der Star des Spiels. Okay, wir sind wohl am Zielort angekommen und wie es jetzt weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Tschüss.